Siehst du ohne mich rein? Ich gehe ihr nach. Nein. Sie leben noch. Aber wer weiß, ob die Flamme so viel Glück hat. Juri meinte, er ist extrem gefährlich. Wir haben keine Ahnung, worum es bei dieser Purpurstunde geht. Und sie stürmt einfach los. Das war nicht Teil der Prophezeiung. Hört auf die Flamme und sucht weiter. Irgendwann muss sie weg. Hört das jemand? Wer war das? Woher kommen diese Geräusche? Nichts. Genau wie ich dachte. Da war noch eins. Und wieder? Funk, schaut! Jetzt hat er Schmerzen! Wieder dieses Geräusch. Wir haben nichts zu befürchten. Kein Versteckspiel mehr, Spider-Man! Ist das ein neuer Spider-Man? Alles klar. Wo bist du, Juri? Dieses Rumpeln klingt nicht gut. Ich muss bloß zu ihr. Das ist eine Karte von Brooklyn. Soll sich hier die Purpurstunde ereignen? Was hat Oscorp mit all dem zu tun? Wieso Brooklyn? Lagerhaus, Schrottplatz, Parkplatz, Bibliothek. Wo ist da die Verbindung?
meine Funken. Ich habe gehört, dass sich einige von euch Sorgen machen wegen unserer Verluste beim Krankenhaus. Mich besorgt, dass ihr sie überhaupt als Verluste betrachtet. Die Funken, die gefallen sind, haben sich als unwürdig erwiesen. Und obwohl wir sie vermissen, sind wir ohne sie nur stärker geworden. Also, wenn die kleine Miss Yuri... Nein! Was jetzt? Ich will, dass das sofort weggeräumt wird. Was ist mit dem Team auf dem Dach? Du hast hier nichts zu sagen. Reißt euch zusammen, die Flamme räumt den Schutt weg! Sofort! Yuri ist hinter den Trümmern. Wenn ich die Kultisten ausschalte, kann ich zu ihr und zur Flamme. Moment. Die stellen Sprengstoff her. Sie warten also nicht auf die Purpurstunde. Sie wollen sie auslösen. Die Prophezeiung muss wahr sein. Wurde der Rest des Gebäudes schon überprüft? Niemand antwortet. Hast du nicht zugehört? Aber schon gut. Wir haben hier, was wir brauchen. Ganz genau. Ganz genau. Wir sind noch da. So soll es sein. Die Flamme wird heute Abend nicht ausgehen. Ich kann es spüren. Die Purpurstunde rückt näher. Wusstet ihr das nicht? Nur Spießer kommen pünktlich zur Party! Was soll der schwarze Kleber? Wo soll diese Purpurstunde sein? Ist Brooklyn das Ziel? Brooklyn ist erst der Anfang! Was wollt ihr eigentlich? Jetzt weg mit den Trümmern! Wer sagt denn was von Oscorp? Halt! Das Narrenfeuer selbst! Genau wie ich es prophezeit habe! Nein! Ich wusste, dass du es drauf hast, Yuri. So, das hält den Druck aufrecht, bis ich... Wer die Flamme will, muss erst an mir vorbeikommen. Dann wirst du gleich eine Menge Blut schlucken. Du wirst ihn töten, Yuri. Meine Prophezeiung sagt, dass er niemals aufhört. Danach mache ich dich fertig. Die Flamme muss sterben, Spider-Man. Je länger ihr lebt, desto mehr Menschen werden leiden. Es gibt andere, weniger traumatische Wege.
Und die Purpurstunde? Wir wissen immer noch zu wenig darüber. Du bist ja so, als würde er kooperieren. Dein Weg wird kein gutes Ende nehmen, Yuri. Vertrau mir. Dir vertrauen? Wie wär's, wenn du mir vertraust? Du warst bei seiner letzten Flucht nicht dabei. Du hast die Leichen nicht gefunden. Du hast sein Gesicht nicht gesehen. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Aber das macht es trotzdem nicht richtig. Nein, kommt mir nicht noch ein. Niemals. Wirklich zu schade, Yuri. Denn ich sterbe heute Nacht nicht. Es ist ja nicht so, dass ich ihn befreien will. Nein! Du willst nur den halben Weg gehen. Glückwunsch. Du darfst dein restliches Leben hinter Gittern verbringen. Und das verdanke ich dir. Wie wunderschön. Ich werde das nur ein kleines bisschen genießen. Geht mir aus dem Weg! Du weißt, dass das nicht geht. Ich will nur das Richtige tun. Was das bedeutet!
Du hoffst, versuchst, ich mache. Und du liegst nie falsch. Ich bin nicht der Feind. Dir ist es wichtiger, gut zu sein, als Gutes zu tun. War es schon immer. Du hast immer geglaubt, wir könnten beides. Als hätte ich noch nie jemanden gerettet. Oh, und gestorben ist bei dir noch niemand? Das bezweifle ich. Du wolltest doch warten, bis wir hierher kommen. Enough. Und du bist nicht die Gerechtigkeit in Person. Wieso seidest du auch? Du bist nur ein Typ in einem Kostüm, der den Helden spielt. Wie oft hast du schon alles vermasselt? Zu oft. Richtige tun! Als wenn du wüsstest, was das bedeutet! Du hoffst! Versuchst! Ich mache! Und du liegst nie falsch! Die Augen auf! Da! Alles ist verschwommen! Ist es wichtiger, gut zu sein, als Gutes zu tun? War es schon immer. Als hätte ich noch nie jemanden gerettet. Oh, und gestorben ist bei dir noch niemand? Das bezweifle ich. Du wolltest doch warten, bis wir hierher kommen. Du bist nicht die Gerechtigkeit in Person. Wieso seidest du auch? Du bist nur ein Typ in einem Kostüm, der den Helden spielt. Wie oft hast du schon alles vermasselt? Zu oft! Alles gut. Du solltest deine Prioritäten überdenken. Denn nicht die eine Person, die ich töten musste, raubt mir den Schlaf, sondern alle, die ich nicht retten konnte. Ich kenne meine Prioritäten. Ich lass nicht zu, dass die Flamme noch jemanden verletzt. Ich werde ihn finden. Irgendwie.